Es war einmal ein kleiner Junge namens Klein Johnny. Er besuchte seinen Opa, der ihm schon viele Geschichten erzählt hat. Er hat auch anderen Kindern Geschichten erzählt. Was man aber sagen muss, er hat in Kriegszeiten gelebt und verfällt sehr oft in sein altes Ich. Und diesmal erzählt er über eine Geschichte namens Campania. Dies war in Italien. Mehr dazu seht ihr jetzt gleich in dem Video. Lalalala, was für ein schöner Tag heute. Lalalala. Hallo? Opa? Was? Hallo? Wer ist da? Klein Johnny? Alter, nein! Wie kann der mich... Wie kannst du Hi. mich mitten in Italien finden? Was ist das? Ich hab gesehen, wie du im Flugzeug eingestiegen bist, aber nicht mitgekommen. Da will ich einmal in meinem ganzen Leben mir einen Traum erfüllen, will nach Italien gehen, mein Weinunternehmen aufmachen, weil ich als Geschäftsopa einfach nur noch mit solchen Idioten wie dir zu tun gehabt und dann folgst du mir auch nur. Was ist mit dir falsch? Ich habe gehört, hier gibt's die leckerste Pizza der Welt. So, die Penna Farfalla Pizza, die ist schon, ja, die hat irgendwas. Ja, die ist gut, die ist gut. Also, was willst du jetzt? Wahrscheinlich, was jetzt mit dem Imperio ist, oder Ja, was? was ist mit Imperium? Ja, also, es war so, ich habe die Bücher bekommen, die waren arschlangweilig, weil nichts durchorganisiert war. Ja, irgendwie ständig ist was falsch gelaufen. Das Ganze ist dann so passiert, dass einfach nur Lass mich Kleine raten, du kam. hast die Bücher verloren. Ja. Ich habe aber mitbekommen, dass irgendein Trottel eine Kapelle mit einem Kreuz oben drauf gebaut hat und dass irgendwie die Schwarzritter genau gewusst haben, wo die Kreuzritter sind. Ja, ich habe nicht gesehen. Ich meine, gehört. Ups, aua. Ja, auf jeden Fall, es gibt neue Geschichten. Und deshalb bin ich nach Italien gerissen, um mir dort andere Geschichten zu holen. Und Coronavirus. Nicht wahr? Aber auf jeden Fall, ich erzähl dir mal eine kleine Geschichte, Schrein, Johnny. Und wenn du diesmal nicht die Fresse hältst, dann hau ich dich höchstpersönlich hoch, kann aus der Wohnung raus. Haben wir uns verstanden? Klein Johnny? Klein Charlie, ist da Ja. jemand da oder bist du verstört, nur weil ich dich mal ein bisschen hier angeschrien hab? Nee, du hast mich schockiert durch deine Hässlichkeit. Stopp! Stopp! Der Kerl kommt rein. Ich mach 5 Minuten hier und ich krieg Puls über 80. 80.000, Junge! 180er Ruhepuls. Ich sag dir mal was. Weißt du, was du warst einer der Gründe, warum ich jetzt hier bin und warum die Stadt hier in Quarantäne steckt, ne? Also. Ja, und Nee, zwar. hier ist nur Quarantäne, weil ich gesehen habe, wie jemand Fledermaussuppe gegessen hat und Oh. hier reingekommen ist und deswegen gehustet hat. Diese Menschheit regt mich auf! Auf jeden Fall, ja, ich hab neue Bücher bekommen und neue Geschichten, Klein Johnny, okay? Ich fange einfach mal an zu lesen. Du Also. hast dein Aussehen geändert. Ich weiß, man muss sich schon der Umgebung anpassen. Ne? Also, dann gibt es einen recht guten Friseur, der Francesco. Der ist davon in der Einkaufsstraße. Also, muss man ausprobieren. Auf jeden Fall, ist es so, dass ich eine neue Geschichte für dich habe. Also Imperio gibt's nicht mehr und dafür wurde das Ganze jetzt die Aufmerksamkeit auf ein Reich gerichtet, das sich Campania nennt. Das Ganze liegt in Italien und wir sind gerade in einer Campania, wenn du dich ein bisschen mit Landkarten auskennen würdest. Auf jeden Fall war das Ganze so, dass in Campania eigentlich
alles gut friedlich verläuft. Es gab einen Kaiser, der lebt da hinten in einem fetten Palast. Der stört mich immer, wenn er da durchs Dorf marschiert und die ganze DAS-Kapelle vorgeht. Und er beschwert sich immer, dass mein Wein nicht hygienisch produziert wird. Aber der Wein ist hygienisch und er bleibt so, wie es er ist. Auf jeden Fall. Campania besitzt einen Arm, der direkt ins Mittelmeer reingeht. Wir waren eine sehr, sehr große Fischerstadt und ja, es lief eigentlich alles ganz gut. Nur irgendwann kam eine riesige Fischerflotte irgendwie nie wieder zurück. Natürlich, die Unruhe war groß, klar, man hat gedacht, draußen ist Sturm, aber es war eigentlich durchaus schönes Wetter, die Sonne hat gelacht. Und der komische Antonio da vorne hat die ganze Zeit auf seiner Vespa rumgesungen da, wie halt immer ist in Italien. Der komische Pizzabäcker halt da vorne, ja, keine Ahnung, wie es halt in Italien so ist. Der hat mir genervt, ich hab den mit Schnäppel abgeworfen. Ja, ach du Schlaue, der hat dich genervt? Ich hab ja gar nicht gewusst, dass du Albert Einstein 2.0 bist! Der Typ, der... Okay, ist gut. Auf jeden Fall, er hat die Fischer gesucht und man hat rausgefunden, dass eine kriminelle Bande, die sich Garda di Victorioso nennt, alle Fischer umgebracht hat und die Fische selbst gegessen hat. Seitdem ist man mit dieser Bande im Krieg und diese Bande ist wohl unterstützt worden von einem anderen Dorf, gegen den mir jetzt Krieg führt. Wer ist der Typ neben dir? Was bist du denn? Sowas hätte man früher mit dich als Kanonenfutter benutzt! Entschuldigung, da bin ich wieder mein altes Ich zurückverfallen. Keine Sorge, ich bin nur der Kameramann. Ah! Du machst eine Scheißarbeit! Warum bin ich hier Kameramann? Weiß doch ich nicht! Alter, was ist dein Problem? Ich will dir eine Geschichte von meinem... Ich will meinen Enkel gerade eben eine Geschichte erzählen! Darf ich dir mit dem Schienäppchen abwerfen? Ach, nicht... Nee, nicht in meiner Wohnung. Okay, schade. Auf jeden Fall... Das Dorf befindet sich aktuell in großer Aufruhe und die Geschichte geht eigentlich hier auch noch nicht weiter. Außer, dass der bescheuerte Kaiser den Anführer des gegnerischen Dorfes zu sich eingeladen hat und der hintenrum wieder in den Hafen die Garda di Victorioso eingeschleust hat und die durchs ganze Dorf marschiert sind und ständig irgendwelche Leute überfallen hat. Das Dorf befindet sich also im kriegerischen Ausnahmezustand und man weiß nicht, was der nächste Zug des Kaisers ist. Hoffentlich gut, sonst brennt mein ganzer Weinberg ab! Also, ja... Wenn du noch weitere Geschichten hören willst und noch nicht vom Coronavirus befallen bist und du auch noch in Italien bist, kannst du gerne zu mir kommen. Aber wir werden in Zukunft auf jeden Fall mehrere hören, wie von dieser scheiß Imperio Garde da. Wie ist überhaupt das Ende von Imperio? Alle sind gestorben! Vor Dummheit! Weil diese Luschen... Warum steht der vor mir? Geh weg! Lass mein Enkel in Ruhe, du Scheiß-Pedo! Ja, auf jeden Fall, das war die Geschichte und wir werden in Zukunft mehr hören, Klein Johnny. Oder wir werden es erleben. Oh, Klein Johnny, ich muss vor, der Kaiser ruft zur Audienz. Also, auf Wiedersehen. Tschüss! Ich glaube, es wird kritisch. Also, Klein Johnny, was du hier alles siehst, sind alles Bauten der alten Römer. Also, sowas hat es bei uns im alten Dorf gar nicht gegeben. Auf jeden Fall, die Infrastruktur ist in Italien eigentlich, naja, wie kann man sagen, recht viele Sachen sind schon kaputt, aber das hat irgendwie was. Und es ist ein Hotel hier und auf jeden Fall, wir müssen ein bisschen aufpassen, ja, weil... Ja, im Hotel, da wohne ich. Dieses arme Hotel, Gott bewahre. Die haben nie einen Keks für mich.
Ja, ist Dann auch habe richtig ich durch schlecht. Sterne für auf Google gegeben. Auf jeden Fall, wir müssen ein bisschen Okay. aufpassen, weil überall könnten die Garde die Victoriosa. Ich habe eine recht hohe Stellung in dem Ding bekommen, weil ich ja der Weinversorger des Dorfes bin. Der Seit wann Kaiser produzierst Voss. du Wein? Seitdem ich ausgereist bin, weil du mich nervt! Also, ich sag mal so: Die Carabinieri, also die da, hinter dir, Ah. die haben dazu aufgerufen, dass alle Dorfbewohner bitte in ihren Häusern bleiben sollen, aus Angst vor weiteren Angriffen. Wir Und was ist müssen. das Museum? Ja. Nein, das ist nicht das Museum, das ist der Kaiserpalast. Mit dem Museum. Ah. Ja, hier drin müssen wir jetzt erstmal warten, bis er sich besprochen hat. Darf ich auch rein, oder? Du bleibst draußen!